Alright, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge One Piece Circus, heute mit dem Kizuna. Wir gehen rein, ich bin schon Level 25, wir werden die Stage, ihr könnt die Teams, die ich euch zeige, für Stage 1 bis Level 30 benutzen. Die Teams sind eher unzugänglicher, dieses Kizuna, weil, ja, dieses Kizuna ist schon richtig, richtig hard. Weil, ja, ohne Badge-Units, das kann ich sagen, ohne neuen Badge Kizuna Units. Ich zeige euch nur die normalen Teams gegen 10 Sterne und nicht gegen Superboss, weil gegen Superboss habe ich einfach keine Teams oder schaffe ihn nicht oder halt nicht komplett in einem Zug legen. Aber ihr könnt auf jeden Fall mit Six Plus Gear 5 oder Blackbeard Barches Dual Captain gegen Dex arbeiten und gegen SDR. Ja, gegen SDR wollt ihr eigentlich eine Cross Guild spielen, aber ich habe keine Cross Guild, deswegen. Ja. Müssen wir halt annehmen. Wir gehen erstmal hier rein. In die 10-Sterne-Quest. Mal gucken, wie wir das Ganze angehen werden. Wir haben Orochi dabei. Orochi ist für den Rush von Kaido. Und Queen ist auch für den Rush von Kaido. Und Barches brauchen wir für the Damage Reduction. Weil in dieses Kizuna ist natürlich Tobiroppo präsent, welche 10 Runden Damage Reduction entfernen. Aber wir haben das Glück und haben Barches dabei, welcher komplett Damage Reduction entfernen kann. Hier machen wir jetzt einfach Queen, weil Kaido hat eh End of Turn Damage jede Runde und Queen gibt uns nochmal End of Turn Damage. Er entfernt Defense ab, gibt uns den Color Affinity Boost. Plus Vivi boosten wir noch seinen Slot. Machen jetzt nochmal die Special von Orochi, entfernen somit die beiden Sachen wieder und geben uns einfach einen Attack Boost, damit wir auch genug Damage machen. Weil, ja, es ist schon mal vorgekommen, dass ich einfach nicht genug Damage gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt einmal einen Damage Booster mit dabei. Und, yo, haben wir das Ganze fertig. Kaido übernimmt das. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. So, gegen die Boss Stage brauchen wir einen Wano-Slot. Wenn wir keinen Wano-Slot hätten, wir haben jetzt zwei, aber wenn wir keinen hätten, würden wir jetzt hier die Whitebeard Special machen, damit wir die Barriere entfernen. Aber jetzt schaut mal, 20 Runden Damage Reduction, wir machen einfach Barges und somit ist die Damage Reduction auf 0. Das ist schon gut, dazu gibt er uns noch einen Attack Buff. Die machen jetzt hier ein bisschen Faxen, ja, Slots unforable, aber juckt uns nicht. Wir machen ein bisschen was für höheren Damage Output. Und ja, machen einfach hier Barges und One-Hit damit schon. Das ist eigentlich ziemlich easy. Springen wir zur nächsten Stage. So, aus Gründen habe ich mein Team mal angepasst. Wir haben jetzt statt Sanji haben wir Queen. Und wir brauchen Sanji eigentlich nicht. Das erkläre ich auch gleich warum. Eigentlich wäre in dem Team die Damage Nullification entfernt. Aber den brauchen wir nicht. Ich zeige euch, wie ihr das anders macht. Wir nehmen hier Friend Captain Silas Rayleigh, damit Boa, wenn nötig, ihren Tandem bekommt. Aber ich kann euch sagen, braucht ihr nicht, wenn ihr genug Damage macht. Gut, wir gehen rein. Und ja, wir haben Shiroshi Manchuri dabei. Warum, seht ihr gleich. Denn diese Stage hat mich am Anfang so getriggert. Und jetzt ist sie eigentlich auch nur noch ein RNG-Game für mich. Entweder ich mache genug Damage oder ich mache nicht genug Damage. Aber es ist schon sicherer als vorher. Vorher habe ich hier nämlich Gear 5 gespielt, aber da habe ich am Ende nicht genug Damage gemacht. Deswegen nehme ich jetzt mal Boosted Units. Eigentlich wollen die, dass sie hier Six Plus Kaido spielt, aber ich habe keine Lust auf Six Plus Kaido. Deswegen machen wir hier Shirohoshi Mancheri und entfernen erstmal das hier und machen danach Brook Special. Er entfernt dann Threshold für uns. Sehr, sehr gut. Machen Super Type von Boa. Und dann könnten wir eigentlich durchtappen. Jo. Sehr gut. Hat funktioniert. Und wir haben immer noch 4 Specials zum Benutzen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr zuerst die Special von Hack macht.
Bei dem Team, ich gehe mal hiervon aus, dass ihr die Animationen der Charakter kennt, wann die einen Perfect hitten. Das ist wichtig. Wir machen die Special von Haken Fernsehen mit Defense ab. Und jetzt werden sie gleich eine Interruption machen. Wegen der Interruption verlieren sie dann ihre Damage Nullification, weil eben ein Turn vergeht, glaube ich, oder so. Machen jetzt die Special von Boa, damit wir den Pain wieder loswerden. Sehr, sehr gut auf jeden Fall, sehr, sehr gut abgestimmt. Hauen die Special von Green, aber weil wir es können. Haben jetzt Full Board of Tandem Slots, nochmal ein Color Affinity Boost. Und müssen jetzt gucken. Ja. Ja. Okay, perfekt. Ah, nicht Damage. Ich sehe nicht genug Damage gemacht. Nicht genug Damage gemacht an dieser Stelle, was sehr, sehr schlecht ist. Habe ich noch nie gemacht, aber Rayleigh hat jetzt noch eine Daseinsberechtigung. Und zwar können wir jetzt dank ihm die Paralyse entfernen, die euch echt nervt, wenn ihr ja das nicht habt. Deswegen können wir jetzt auch durch die Barriere durchhitten, was natürlich sehr, sehr stark ist. Ach, scheiße gemisst, aber wir schaffen es trotzdem. Ja, deswegen nehmt ihr Rayleigh Friend Captain. Falls sowas passiert, wir haben sehr, sehr gut gesehen. Falls sowas passiert, habt ihr dann einfach Rayleigh Friend Captain zum Paralyse entfernen und durch die Barrier durchzuhitten, was sehr, sehr gut ist. Und Boa für den Pain. Alright, nächste Stage. Hier wollt ihr am liebsten zweimal Gear 5 haben als Friend Captain und als Mind Captain. Keinen Hybrid. Ihr wollt einen normalen 6-Star Gear 5 haben. Ich nehme mir einfach mal den hier. Und wir gehen rein, denn ihr wollt hier den Revive abusen, was wichtig ist. Wir haben hier jetzt den Free-to-Play Sanji dabei, die Rare Recruit Robin dabei und Nami. Nami ist ein bisschen unzugänglicher, aber ich glaube, ja, die Yamato haben auch nicht viel, habe ich gesehen. Also viele schreiben mir mal, jo, wir haben die Yamato nicht, und weil ich die ja schon des Öfteren mal verwende in meinen Videos. Ich hab die nicht und so, aber die macht eigentlich nichts Besonderes, sie macht nur Increased Damage Taken Status. Zu den Gegnern, ne? So, wir tappen hier ganz normal noch durch. Die Special werden aufgeladen, weil wir natürlich Psy sind, was sehr, sehr gut ist. Und jetzt kämpfen wir gegen Brook. Der macht jetzt eine Tandem-Barriere und Nullification und ein Rainbow Shield. Das Rainbow Shield entfernen wir mit Robin ganz einfach. Ihr könnt ja auch jeden anderen Rainbow Shield-Entferner nehmen, aber ich habe sie halt genommen, weil ich sie Rainbow habe, aus Gründen. Machen wir Sanji, er entfernt Nullification für eine Runde und wir kriegen seine Special wieder aufgeladen. Für die nächste Runde, wir machen transformieren einen Gear 5. Wichtig, ihr transformiert nur einen Gear 5, damit ihr auch in der nächsten Phase den Revive abbekommen könnt. Weil die hitten euch 100k Damage und wir haben nicht mal 100k Leben, seht ihr, als Maximum. Deswegen spielen wir mit Gear 5 Revive. Sie hauen sich jetzt nochmal ein Rainbow Shield von 7 Runden. Das juckt uns relativ wenig. Wir machen einfach Nami. Die entfernt alles. Nami ist ein richtig, richtig gestörter Charakter. Immer noch bis heute. Und dann machen wir einfach mal Yamato. Sie macht dann Increased Damage Taken für uns. Damit wir natürlich leichter hitten können. Sehr, sehr, sehr strong. Sehr, sehr gut. Machen noch G5, damit wir natürlich genug, damit wir sicher gehen, dass wir genug Damage machen. Weil, wenn ihr hier nicht genug Damage macht, dann kriegt ihr Interruption und ihr habt gar keinen Bock auf die Interruption. Deswegen einfach easy hier spielen. Nami macht das. Nami hat richtig reingehauen. Und jetzt seht ihr, werden wir 100k Damage gehauen und haben einfach den Revive von G5 und können ganz normal, ohne dass wir sterben, Game Over gehen. Reiner, und ihr könnt aber natürlich auch gucken, dass ihr irgendwie einen Rainbow Shield Charakter euch reinhaut. Also, dass ihr beim Switchen oder so oder beim. Mit der Special einen Rainbow Shield bekommt. Aber das habe ich jetzt einfach mal gelassen, weil. Ich weiß nicht, ich habe es einfach. Ich liebe es, G5 zu spielen. Deswegen haben wir das einfach mal mit G5 an der Stelle gelöst. Machen jetzt hier noch die Specials, die uns übrig geblieben sind. By the way, was mir gerade einfällt, schaut unbedingt bitte, bitte auf den Jujutsu Kaisen Kanal vorbei. Der ist Link in der Videobeschreibung. Ich habe mit JJK angefangen, dem Game, dem Gacha-Game, JP Only.
Und ich habe bis jetzt den Installation Guide gemacht. Mehr dazu findet ihr auf dem JJK-Kanal. Gut, was wir jetzt hier machen, wir tappen einfach nur noch durch und sollten das am Ende mit G5 Rush beenden. Es sei denn, Yamato, Best Girl Yamato, beendet es vorher. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen beim Kizuna. Falls ihr Superboss-Teams habt oder braucht, dann kommt ihr gerne in den Discord-Server. Ich hoffe mal, also heute haben wir Freitag. Ich war den ganzen Tag schon auf Sonntag, aber irgendwie haben wir Freitag. Keine Ahnung. Wir haben Freitag. Und ich hoffe, heute spielen mal die Leute wieder mehr, weil wenn wir mal so in die Gilde gucken, ja, manche, also Carnage geht ab. Ich hoffe auch, er macht auch weiter. Exet spielt ein bisschen Venom. Venom hat die Taktik von Chao zugemacht, die ich ein bisschen... Na, ist okay, muss jetzt nicht sein. Der gute Olli, unser Discord-Mod, der hat auch ein bisschen gespielt. Dabei meinte er, heute gibt er Gas, was ich hoffe. Lions macht immer noch die Taktik von Chao zu, das finde ich ja, nicht so schön, aber naja, vielleicht schafft er es nicht, müssen wir auch bedenken. Aber ich bin auf jeden Fall wieder Platz 2 bis 3 würde ich auf jeden Fall im GM Kizuna werden, weil sonst könnte ich dem Leader, mein Status des Leaders nicht gerecht werden, weil ich kann ja keine Bande anführen und selber nicht aktiv sein. By the way, werden wir demnächst mal wieder die Gilde räumen, zum Beispiel hier, die etwas schwächeren Spieler oder nicht so aktiven Spieler werden wir werfen, obwohl eigentlich alle sehr, sehr aktiv sind. Mal schauen, wie wir das machen, auf jeden Fall. Falls die Leute jetzt mehrere Kizunas nicht zocken, dann werde ich die auf jeden Fall auch schon mal anschreiben, so, ey, yo, wie sieht's aus? Oder sie entschuldigen sich halt, so, yo, ich kann dieses Kizuna nicht spielen, hab mal ein bisschen Nachsicht, bitte, und dann auch easy. Auch wenn ihr nicht in meiner Gilde seid, könnt ihr euch gerne den JW-Tag geben, damit alle sehen, yo, der kommt von diesem YouTuber, der ist in der Community von dem YouTuber. Ich finde es einfach mega geil, dass viele aus der Gilde das tatsächlich machen. Zum Beispiel Venom hat das drin. Genau, Venom, Goat, auch Subleader bei mir in der Gilde, weil er aktiv ist. Lions hat das drin, natürlich auch sehr, sehr gut Lions. Und Jax hat das drin. Carnage ist auch drin. Ich finde es einfach cool, dass viele das mitmachen. Ist sehr, sehr cool. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auf dem JJK-Kanal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Und haut rein. Tschüss.